Für mich ist Tanzen einfach Freiheit, weil das ist mein Ausgleich zu meinem Berufsleben. Und das ist das, was mir am Ende immer ein gutes Gefühl gibt, wenn die Menschen dankbar sind, dass ich einfach an ihrer Seite war. Das ist Heimat. Die Menschen. Ich liebe meine Heimat. Ich bin Matthias, 24 Jahre alt und als gelernter Bestatter liebe ich hier meine Berufung in meiner Heimat Zell an der Mosel. Ja, hier sind wir in unserem Bestattungsinstitut und hier hängt auch meine Urkunde. Bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Und dann gehen wir einfach weiter an den Büroräumen vorbei, hin in die Ausstellung mit unseren Urnen und Särgen. Ich habe mehrere Favorites, die mir sehr gut gefallen. Die fand ich auch schön. Aber ich finde das auch schöner, wenn so ein bisschen Farbe mit dabei ist, weil ich finde, das Leben ist auch bunt. Und warum soll es dann einheitlich bei der Trauerfeier sein? Ich persönlich habe für mich momentan als Urne so ein bisschen auserkoren die Holzurne. Ich finde, mehr Natur geht nicht tatsächlich und ich finde halt auch einfach dieses Motiv des Lebensbaums mit den beiden Händen sehr, sehr toll. Hände als Wurzeln, ich meine, das ist ja auch mein Tun und mein Werken hier auf der Erde und dass das quasi hier als Wurzel dann dargestellt wird, woraus quasi ja das Leben entstanden ist, finde ich ein tolles Bild. Jeder geht anders mit dem Tod um. Es gibt ja viele Familien, für die können damit nicht umgehen oder die wollen darüber nicht sprechen. Und ich persönlich bin immer dafür, dass man darüber spricht, weil tatsächlich, was ist sicher im Leben, dass wir eines Tages sterben werden. Und tatsächlich sehe ich uns junge Bestatter in der Verantwortung, das Thema Tod oder den Tod mit ins Leben zu integrieren und dass auch einfach, dass darüber gesprochen wird. Hier quasi sind wir hier in unserem, ich nenne es auch gerne ein bisschen Raum der Erinnerung, der Raum für die Abschiednahme am offenen Sarg. Letztes Jahr habe ich den Baum gekauft, um hier mit hier reinzustellen. Auch nochmal der Baum als so ein Zeichen des Lebens und ich finde, der macht dann schon ein bisschen den Raum zu einer ganz anderen Atmosphäre. Und momentan ist noch der Herbst-Winterbaum hier. Aber jetzt, wenn der Frühling beginnt, wird auch das wieder getauscht und dann habe ich hier einen weißen, blühenden Kirschbaum stehen. Also ich weiß nicht, wie es nach dem Tod weitergeht, aber ich glaube daran, dass es weitergeht in irgendeiner Form und in irgendeiner Art und ich persönlich glaube immer daran, dass es da so weitergeht, wie ich von der Erde gegangen bin. Deswegen ist es für mich wichtig, der letzte Dienst, den ich dem Verstorbenen gegenüber tun kann, ist tatsächlich das Fertigmachen, die hygienische Versorgung und das Herrichten. Und das ist für mich eine ganz wichtige Aufgabe, dass für mich jeder Verstorbene im bestmöglichen Zustand von der Erde gehen kann, dass er dort, wo es weitergeht, einfach auch im bestmöglichen Zustand dann weiterleben kann. Und das ist für mich ein sehr, sehr großer Wert. Dienst dem Lebenden und Ehre den Verstorbenen. Herzlich willkommen hier in meinem Elternhaus auf dem Wahl. Kommt mit rein. Gehen wir einmal weiter in mein Reich.
zu meiner Kleiderstange, die mich tagtäglich durch mein Leben begleitet. Täglich ein frisches weißes Hemd und dazu der passende schwarze Anzug für jeden Tag. Aber natürlich ist auch mein Leben nicht nur schwarz, deswegen gibt es auch ein bisschen Farbe in Form von dunkelblau, hellblau und Aubergine. Matthias, sehr ruhig und ausgeglichen, so wie sein Vater, aber auch sehr verantwortungsbewusst so in allem, was er tut. Also man kann sich auf ihn verlassen. Er gibt sich so ziemlich an alles ran, hat viele Talente, mehr wie ich. Also der macht sein Ding, da mache ich mir keine Sorgen. Tatsächlich sind viele Leute auf meine Eltern eifersüchtig und ich bin auch wirklich froh, dass ich meine Eltern habe, weil die uns wirklich immer unterstützt haben. Bei all den Wegen, die wir gehen wollten, sei es mein Bruder oder sei es ich, da sind wir wirklich glücklich, dass wir da so zwei Eltern haben, die sich immer noch lieb haben wie am ersten Tag. Ja, ist doch so. Macht ihr aber nicht alles raus. Der Boden ist gut geworden. Genau, jetzt fahren wir gerade durch Brandenburg, auch ein Stadtteil von Celle. Hier wird schon das Barfestival aufgebaut, wo wir heute Abend hingehen werden. Ich habe immer reingeschrieben, rechts und links. Ja. Aber ohne Scheiß, ich stehe jedes Mal vor den Schuhen und denke mir... So, okay, die Pliés, ihr Lieben, die Ladies... Und der Gentleman, die Plie en dehors arm, relevé stehen vor der Bravi in der ersten und in der fünften Plie, Plie en dehors arm, stehen, was ist das für? So weit oben. Ich brauchte einen Torero-Tänzer für meine Carmen-Aufführung. Und ich wollte dafür einen Mann, damit es authentisch rüberkommt. Und einen großen Mann. Ja, und dann haben meine Mädels sich umgehört und dann kam Matthias. Erstmal so ganz klein, weil er immer schon sehr groß war, auch damals, vor über 8 Jahren. Ja, und dann musste ich ihn erstmal zur vollen Größe ausfahren und seitdem war er eigentlich mehr oder weniger immer dabei. Ja, tatsächlich ist für mich Tanzen einfach auch Freiheit. Das ist so, man kann sich ausdrücken und für mich ist tatsächlich das Tanzen eine ganz wichtige Zeit in der Woche, weil das ist mein Ausgleich zu meinem Berufsleben. Und ich sage immer, in den 1,5 Stunden, die ich jetzt mittwochs hier verbringe, kann ich einfach privat sein. Ich bin unter Freunden, unter guten Bekannten, in einer tollen Gruppe. Nee, so rum war das immer. Und dann rum. Nee. Andersrum, rechts rum. Nein, du latschst mich rum. Du. Ach so. No. Sag das doch. No. Sag das doch. Wenn man hier hinkommt, das ist so eine kleine Familie. Wir nennen es immer die Tanzschulfamilie. Wenn man hier hinkommt, ist das auch sowas wie nach Hause kommen. Und das wird einem gerade bewusst, wenn man mal eine Zeit lang nicht hier war und dann zurückkommt, weil es einfach so ist, als wäre man nie weg gewesen. Gehen los zum Barfestival. Mal schauen, wer hier so ist. Die Lichter, wirklich nur Lichter. Oh, dass er da sein. Na? Also.
Zeller sind halt einfach Moselkinder. Die Mosel fließt quasi durch Zell hindurch. Wir wachsen hier auf, wir werden hier groß. Er hat zu tief ins Glas geschaut. Warte, was hast du noch für eine Frage gestellt? Was macht Zell aus? Okay. Zell macht natürlich auch den Wein aus. Zeller Schwarze Katz, das Wahrzeichen der Stadt Zell. Quasi die Großweinlage. Alle Weinberge, die man rundherum von Zell sieht, darf sich Zeller Schwarze Katz nennen. Unser Weinverkäufer hat immer sehr scherzeshalber gesagt, wenn man an der Fußgängerzone in der ersten Vinothek anfängt zu trinken und man es versucht, bis zur letzten am Ende der Fußgängerzone zu schaffen, dann hat man es wirklich geschafft im Leben. Hast du es schon mal geschafft? Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich will es auch nicht ausprobieren. Es gibt den Matthias, der einfach seine Arbeit liebt und der Umgang mit den Menschen, der aber genauso mit den gleichen Menschen abends an der Weinlosch sitzen kann und zusammen ein Gläschen Wein genießen kann. Für mich gibt es da gar keinen Widerspruch oder gar keine Unterschiede. Je nachdem bewegende Momente, wenn man den Verstorbenen näher kannte. Und man darf halt nie vergessen, auch wir sind nur Menschen. Wir Bestatter sind Menschen und fühlen wie Menschen. Und auch wir tun auch mal ein Tränchen mit vergießen. Ich glaube, jeder hat einen anderen Sinn im Leben. Und ich glaube, mein Sinn ist es einfach, hier geboren worden zu sein und hier mein Wirken zu verbreiten und hier für die Menschen da zu sein. Weil das ist das, was ich kann und das ist das, was meinem Leben Sinn ergibt. Meine Berufung und meine Heimat und die Menschen hier zu begleiten, in egal welcher Form. Ja, jetzt sitzen wir hier wirklich an einem der schönsten Orten in meinen Augen hier, nämlich im sogenannten Weinbergskino. Das ist quasi einfach nur ein Aussichtspunkt mitten im Weinberg, mitten in der Weinlage der Zeller Schwarzen Katz. Und wir haben quasi die Weitsicht über den Stadtteil Zell-Merl, Zell-Keimt. Und es ist einfach ein ganz toller Ort. Meine Zukunft wird definitiv hier in meiner Heimat sein. Und ich wünsche mir und hoffe, dass viele weitere junge Leute hier bleiben und hier leben werden.